Von der Feuerwehr Söll, das ehemalige Schlauchfahrzeug mit seinem neuen Besitzer, der es ganz fest in Ehren hält. Danke. Von der Bergrettungsstelle aus Tirol, ein Bergrettungshaflinger. Bergrettungsstelle Schäfer. Bezirk Gänserndorf, ein Langchassis-Haflinger nach den Reifen zu schließen. Ziemlich gut fürs Gelände geeignet. Mit einem speziellen Schweizer Haflinger, dem sogenannten Bantam, mit umlegbaren Überrollbügeln. Freunde aus Deutschland. Freunde aus der Steiermark. Aus dem Bezirk Melk, der nächste Haflinger. Wieder ein Vertreter der Bad Ischler Partie, gleich gefolgt vom zweiten. Ein Fahrzeug mit Polyesterfahrerhaus, das wurde ab 1961 erzeugt und ist also für die älteren Herren wesentlich besser geeignet. Es zieht nicht mehr so. Aus Deutschlandsberg, aus dem Bezirk Deutschlandsberg in der Steiermark, ein Haflinger und Buchkenner, Michael Berutka. Ein ganz besonderer Haflinger, das ist ein amerikanischer Exporthaflinger, der aber bei uns in Österreich geblieben ist. Ein Freund aus Grafenwörth. Aus Kindberg, Franz und Renate. Danke, dass ihr da seid. Ihr habt leider ein bisschen Pech gehabt. Sie haben noch einen zweiten Wagen in Obhut, ein Rotkreuzfahrzeug, den hätten wir vielleicht heute braucht, wenn wir noch länger da stehen, der Hitz. Er ist leider eingegangen, der Haflinger. Die Leute stehen immer noch. Danke. Und wieder österreichische Bundesheer Haflinger. Mit Markierung, ohne Markierung. Abschleppseil, das braucht man eigentlich. Aber Peter, ich kenne dich, das, du hast ihn schon öfters versenkt. Die Grazer. Die Farbe ist fast genauso geil wie von meiner Haflinger. Gut, Mama. From the United Kingdom. Nein? Achso. Tut mir leid. Aus Frankreich. Ein Weidmann aus dem ehemaligen Ostdeutschland. Er hat eine wunderschöne Trophäensammlung. Also da schlagt das Herz eines jeden Jägers höher. Das Fahrzeug hat er übrigens von den Steierwerken aus Donnersbachwald. Freunde fahren jetzt wieder an uns vorbei. Aus der Nähe von Stuttgart. Ein echter Herr Neuserbuhr, den es nach Stuttgart verschlagen hat, zu einer Firma mit dem Stern. Er ist schon in Pension. Kann natürlich Haflinger fahren, weil er wieder Österreicher ist. Der Gradmöder kehrt nicht zu uns. Freunde aus Salzburg, Bezirk Halle. Und der Filmer. So, und jetzt sind wir bei Großbritannien. Clive mit einem Langchassis-Haflinger. Wunderschön beisammen, den ganzen Weg von Mittelengland herunter. Thank you very much, Clive. Du bist der Falscher, du fährst mit einem. Du bist der Steirer und fährst mit einem englischen Wagen. Den kennen wir. Weiterhin England. Wollen uns seine Freunde in Sand.
beige aus der Sahara, direkt zu uns gekommen. Französische Freunde, bonjour. In voller Montur, jetzt gibt es ja nicht mehr, Gendarmerie Haflinger. Erste Version von 61 bis 66. Danke euch, dass ihr da seid. Wieder Frankreich mit einem Schweizer Armeefahrzeug, zweimal, mit der Tricolore natürlich. Es gibt noch eine Steigerung zu dem Mannerosa, violett oder je nachdem, wie man dazu sagt. Schaut aber gut aus und vor allem, sie haben im Heck gekühlte Getränke drinnen, das weiß ich. Bonjour, merci bien. Der Nationalstolz, überall die Fähnchen von Frankreich. Merci. Aus dem sonnigen Kärnten. Rein abgelassen. Mittendrin wieder Frankreich. Merci. Bonjour. Aus Linz, in Linzgrün. Aus Deutschland, etwas erhitzt schon, es gibt gleich was zu trinken. Relativ neu, meine Freunde. Der Chairman des britischen Haflinger Clubs, John Coleman, mit seinem Fahrzeug. Und der einzige Belgier, Jean Petit. Merci. Das Kennzeichen ist echt, bitte. Das ist also. Die brauchen kein Wunschkennzeichen. Peter Gschwandner von den Salzburg Kammergut Haflinger Freunden. Mit seinem handgesteuerten Fahrzeug. Sehr speziell ausgerüstet. Und überall dabei. Das Gaudnerland. Danke schön, dass du da bist. Hello, John, all the way from the United Kingdom, aus Großbritannien. Hello. Hello. Aus Lindau am Bodensee, auch ein lang gedienter Haflinger Fahrer, Norbert, servus. Das ehemalige Polizeifahrzeug der Polizeidirektion Schwechat war am Einsatz auf dem Flughafen Schwechat. Danke, dass ihr da wart. Offensichtlich ist das Fahrzeug aus dem Baujahr 68. Er hat ein deutsches Wunschkennzeichen, AP68. Das AP beim Haflinger heißt ja Allradplattform. Weil es ja nicht mehr ist. Man hat also auf dieser universellen Plattform alles Mögliche aufbauen können. Danke euch. Ein langer Radstand aus Wien. Ein spezielles Fahrzeug, ein ehemaliger Militärwagen aus Österreich, aber mit Lenkbremsen umgebaut. Dadurch der kleine Vorbau auf der Fahrerseite. Er hat zwei zusätzliche Pedale, wo er praktisch am Stand umdrehen kann. Bitte jetzt nicht vorführen. Wieder Freunde aus der Schweiz, aus St. Gallen, aus dem Kanton Zürich und noch mit der alten Nummer des Militärs. Einen ganz speziellen Gruß an meinen Kollegen Franz aus St. André Wördern. Er ist bei der Berufsfeuerwehr Wien.